Willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauer, zur nächsten legendären Cheater-Runde Vermintide 2. Die Cheats quellen uns aus den Ohren, aus den Nasen und allen anderen Körperöffnungen raus und vor allem aus Redo. Deswegen ist er immer so gut. Eine andere Erklärung gibt es nicht. Naja. Hast du dir mal die letzten Vermintide-Videos auf dem Kanal angeguckt? Da sah es jetzt nicht so aus, als würde ich cheaten. Aber hier, hey! Das ist, es geht ums Prinzip, es geht nicht darum, wie du spielst. Der Zwerg könnte hier mit Karakadrim rüberhüpfen und dann gleich darüber gehen zu dem Teleporter und dann wird die Mission abgeschlossen. Hey. Ja, das wissen wir. Aber Ryu, du irrst, weil wenn diese Folge rauskommt, werden die guten Folgen schon gekommen sein und dann... Das stimmt. Ich möchte jetzt auch nicht abzufackeln, Morbus, das ist ja grauenhaft hier. Richtig. Ich bin grauenhaft. Warum bin ich grauenhaft? Ich habe gedacht, es ist grauenhaft, dass du mich die ganze Zeit abfackelst. Hä? Nee, ich fuck dich doch nicht ab. Das sieht nur so aus. Meine Güte, wo kam der denn her? Ja, ich hab gehört, so ja, also dabei sind Redo. So sind sie halt, die Assassinen. Und Legantus und Warboss. Und ja, wir sind jetzt einfach mal direkt reingesprungen, weil... Ach, was soll's. So, weg mit den... Wir müssen die Zuschauer wissen ja inzwischen, wie die Festung ausschaut. Ich glaube auch. Wahrscheinlich. Was ist eigentlich dieser aufgeladene Angriff der Pistolen? Die machen ja gar nichts. Ja, Shotgun-Schuss. Das ist ein Shotgun-Schuss. Ich höre einen Flammenwerfer, zwei Flammenwerfer und einen Hook. Wo hookt sie? Oh, Flammenwerfer von hinten. Alter, zwei kommen. So. Da kommt noch eine Sturmratte. Ja. Folge uns bitte, sonst stirbst du. Ah. Der Legatus beschwert sich dann bestimmt gleich wieder, dass wir ihn allein gelassen haben. Ja, ihr sagt ja nichts, dass ihr weiterlauft. Doch. Hey, Legatus! Ah, du probierst nein! Dann das. Ja, genau. So viel dazu. Ah. Wo ist die denn? Ja, wir können die Hograt nicht töten. Was? Die ist hier oben. Ah, jetzt ist sie oben. Gott sei Dank weil bin ich oben. Sich irgendwie 5 Meter unter die Felsen gebackt hat. Ja, das ich hab ihr einen vollen Shotgun-Schuss ins Gesicht verpasst und sie war ja völlig egal. Ja, war schon sehr resistent gegen. Diese Feuerwaffen da sind nicht geeignet. Ah. Was? Die sind nicht geeignet für irgendwas? Um Specials zu töten. Nicht besonders gut jedenfalls. Oh, stille Welle. Ich brauch mal jemanden gegen den Schildträger. Außer nimm dir mal den hier, oder den Legatus, Entschuldigung. Kommen nicht mehr hoch. Wo ist der Schildträger? Wo war's? Vor mir. Jetzt ist er weg. Jetzt ist nur noch die Sturmratte da. Passt. Hat sich erledigt. Die Sturmratte habe ich erschossen. Und ich brauche den Heiltrag nicht, falls du mir das sagen möchtest, weil ich noch einen habe. Nein! Was ist? Ja, nichts. Tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Ja, was ist denn jetzt hier? Mich wieder abgeschossen. Hey, diese Flammenfeuerwaffe ist trotz tatsächlich gar nicht mal so schlecht gegen Horden. Massen. Ja. Aber den Shotgun-Schuss würde ich wirklich nur einsetzen, wenn wir direkt vor dir stehen. Ansonsten ist der Alternativschuss immer besser. Was für ein Alternativschuss? Ja, der normale Schuss halt. Links kriegen. Oh, das ist ein. Was? Jetzt müsste ich hier gleich eine Chaos-Crew kommen, wenn ich das richtig da. Habe. Oh, warte. Hier. Achso, da an. Markier. Ach so, Gott, ja, der komische. Den braucht doch keiner. Doch, stell dir vor, wir sterben alle. Dann machst du dich unsichtbar, benutzt einen Speedtrank und bist weg vom Fenster. Ja, genau. Dann läufst du einfach unsichtbar zu uns hin und hebst uns wieder auf. Und jetzt sag mir mal, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ihr alle sterbt, während ich überlebe. Liegt bei 90%. Du bist 11. Also sehr schön. Du musst der Mob fallen. Da ist der Mob fallen. Schneller. Arschloch. Au. Sau. Nächstes Mal nehme ich den Flammenwerfer mit. Ja, diese Naturbindung ist so gut. Wieso findest du die Naturbindung? Oh, solche Mönche! Dieser komische Strohflug bringt gar nichts und Redo cheatet alles weg. Ja, so, wer wartet gleich hier unten?
Na. Ja, ich fand diese komischen Flammenpistolen auch nicht so überzeugend. Oh shit! Assassine, Vorsicht! Weil der ist auf mir drauf. Was für ein Kack. Wollte ich dich gerade aufheben und dann spinnt er mich einfach an den Arsch. Oh, ich höre eine Patt. Oh, da kommt eine Patt hoch. Jetzt hab ich sie vor. Greif sie an, tötet sie schnell. So. Zum Beispiel. Und irgendwer hat mich auch. Ja. Ich mag unseren Rücken. Nein, hier Ratten. Ach, weil du machst. Okay, Part haben wir gut ausgeschaltet, oder? Sind die Sturmratten sind weg. Ja. Und die sind auch alles gut. Lief ziemlich gut. Oh. Was ist hier kommt gleich? Und die geht noch weiter, die Welle. Ja. Aber ich dachte mir, bevor wir jetzt in die Warten kommen, soll ich schon weitergehen. Okay. Da ich würde euch sehr sehen, ich hatte mal eine Gruppe zusammen. Ich habe ihn gesehen, aber... Ah, ja. Das ist passiert. Ach, Kacke! Meine Güte, ich bin echt einfach zu schlecht im Ziel. Das ist so. Wer hat das Buch hier unten? Einer. Niemand hat es. Ah, ich hab das Buch hier unten. Oh, ich hab die Bombe hier unten. Oh, Brand, gut, oder? Wollen wir das Grimoire noch holen oder nicht? Ja, warum nicht? Oh, ja, so, das da hinten, ja. Na dann. Wer braucht wer schon Lebensenergie? Der Zwerg. Wer braucht schon Lebensenergie? Das. Obwohl. Nee, der Zwerg ist Hamster. Obwohl, nee, Hamster überlebt ja mal bis zum Ende, der läuft ja mal weg. Ja, wer hätte denn gerne die Notfallbombe? Ich glaube, Nicht der Hamster, der wirft uns damit. Der hat gerade eben eine gute geworfen auf die Patrouille, habe ich gesehen. Ja, ja, stimmt. Das stimmt. Will ich hier nur mal lobend erwähnen. Option mitnehmen. Autsch. Dann bekommt der Hamster die Notfallbombe. Müsste ich Akku. Notfallfeuerbombe. Ja. Einfach im Notfall vor dich auf den Boden werfen. Gegen Massen. Oh! Ein gewisser Hamster schießt mich nur ab. Mann! Wir waren jetzt nicht noch 4 oder 5 und. Nein. Immer zu spät. Mann, so, geh mal weiter, Leute. Wie, der Zwerg? Der Zwerg spornt zur Eile an. Ich find's super, wenn der Zwerg vorangeht, den kann ich wenigstens über den Kopf drüber schießen. Nein, ich bin hier runtergefallen. Da kommt ich glaube, es kommt eine Welle. Oh, hier ist Heilung. Ich bin markiert, deswegen. Oh, jetzt habe ich kein Buch mehr. Dann heile dich und nimm das Buch wieder mit. Oh, da liegt auch viel. Wir könnten hier, naja. Von dem Rückengang kommen auch welche. Was ist? Sollte nicht unbedingt der Feuermann. Au! Ja, wenn du mir im Schuss stehst, du siehst, dass ich hier schieße. Ich bin noch so wie. Ich bin am Rand gewesen. Ich glaube, das war. Keine Ahnung. So, dann musst du da hinten. Dann musst du da hinten aufpassen. Dass, wenn man mich ja, ja. Ich mach das. Dann mach ich lieber hier vorne. Ich höre nur noch, glaube ich. Aber wie oft muss ich denn noch auf den schießen? Wo warst du? Bist du? Ja, okay. Ja, ich konnte hier nicht weg. Hinter uns ist die ganze Zeit. Ja, ich weiß, deswegen. Ohne Ende Feinde. Also, ist nicht mehr hinter dir. Ah. Ja, soll ich mich heilen, oder? Ja. Hui! Ach, du hast dieses Regenerations-Item. Ja. Dann erschießt du sie ja. Dann heilst du dich natürlich nicht wirklich. Oh, Grad. Das habe ich nicht gewusst, dass das bei dem so funktioniert. Sehr doof.
Ja, dirr! Mensch. Ist sie gerade losgelaufen, weil sie irgendwie angeschossen hat. Drüber geschossen. So ein Mist. Soll aber schneller zielen, egal. Ja, aber ich will wenn sie da so ganz in Ruhe. Kommt jetzt hier der Rattenorger? Genau. Vielleicht. Aber hier ist kein Boss garantiert. So. Glaub. Bin safe. Das ist Sina. Es wäre gut, wenn wir auch zusammenbleiben. Und von denen haben wir echt viele zur Zeit. Ja? Nehmen wir den Stärketrag. Ja, guck mal, gar nicht. Sturm, bitte. Über uns ist das Hessen. Das bringt übrigens gar nichts, wenn du da so drauf schießt. Wo geht ihr denn da? Achso, da war noch ein Rad. Stromratte töten. Wann macht denn überhaupt die Schrotflinte Schaden? Gar nicht? Nie? Hat der Ding. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was über Schuss zu sagen. Der Gatos eben gesagt, wenn du direkt davor stehst, solltest du die benutzen. Oh, und was? Wirklich nur da. Wenn sie direkt vor dir stehen und du brauchst Luft, dann nimm den Schuss. Ja, weil die auch zurückstoßen, diese Schrotflinte. Ach du Schande! Was ist das denn jetzt gewesen hier? Hilfe. Ich lock sie alle zu mir. Lock sie alle zu mir. Mach sie fertig. Seid ihr? Alle mit dem Rücken zur Wand. Oh nein, der Assassine hat mich. Nein, oh nein, er tötet mich. Sie töten mich. Okay, das kann jetzt lustig werden. Rido, aktiviere deine Cheats. Ah, easy. Ah, Bombe! Oh, was ist denn das Bombe, die ich hier gesehen habe? Halt hier. Wenn einer von euch einen Potion. Wenn Gatos will, dann können wir ja. Da ist noch ein Heal. Morbus. Ja. Bringt mir aber nichts. Legatus, nimmst du das Buch hier mit? Doch, ich glaube, der macht, dass du nicht mehr grau bist, oder? Bin ich so oder so? Ja. Ach, ich probier's mal aus. Und bist du noch grau? Hast du noch einen grauen Bildschirm oder nicht mehr? Nee. Dann ist ja alles gut. Oh nein, ich habe mich eiskalt hinten lassen. Das ist schlecht. Was kannst du eigentlich? Ich weiß auch nicht. Unglaublich gut aussehen. Ja, außer war so schlecht, ehrlich. Heilung? Ja, nehm ich mit. Mitnehmen können wir da gar nichts. Ja gut, so kann man es natürlich auch machen. So, wir haben es da 8 direkt und 6. Hilfe. Och Mann. Jetzt spielt doch nicht den Personenschützer für die Sturmratten. Gute. Wundervoll. Zwerg, Stärktrank für deine Axt. Ja, ist ein Hammer, aber danke. Dann halt die Hammer-Axt. Die Axt. So, wer kann Heilung mitnehmen? Der Hamster. Ich nicht. Der Hamster. Das war übrigens nicht so gut, wie der Hamster das Kombo hatte. Im Nachhinein betrachtet. Tja, es kamen zu viele Monster. Wenn wir jetzt alle mehr leben. Sehen wir von der Politik. Wieso sind für dich eigentlich die schwächsten Gegner Monster? Das sind alles Monster. Das fällt mir immer so auf, aber du sagst immer nur Monster, wenn ganz viel, wenn eine Welle kommt. Oh, ich höre eine Chaos-Patrouille. Weg. Die wollen wir nicht angreifen. Wohin? Hinter Rido hier. Lauf. Da ist sie. Aber ich glaube, die gehen andersrum. Das sind eine ganze Menge Chaos-Krieger. Rido, kannst du die wegcheaten? Wirf eine Bombe drauf, Hamster. Nein! Ich würde sie lieber nicht wegcheaten. Das wäre mir lieber, wenn wir ausweichen. Marido hat daneben geschossen. Ah, ich bin dem Assassin aufgewichen, zumindest einmal. Oh, und das Hook. Noch ein Hook, ah, weg! Ja, weg, wohin soll ich denn weg, wenn ich in einem engen Gang bin und du von hinten schießt? Ja, wollen wir ähnlich lass hier stehen? Lass uns ein Stück weiter gehen, schnell. Hinter Rido hier. Oh Gott, die Patrouille kommt.
Die Patrouille ist hinter uns. Nach vorne schnitzeln. Oh oh, die Pat ist da. Oh ja. Gott. Oh Gott. Oh, wer hat eine Bombe? Der Hamster. Nein. Warum? Ach, Alter, bevor ich tot war. Ah, fuck it, fuck it. Lauft, lauft! Ich seh nichts! Oh, sie sind hier, hier sind nur ganz viele Krauskriege. Unten Garner ist auch weit. Der Chaoskrieger tritt mich zu Tode. Wir können dir leider nicht helfen. Was könnt ihr eigentlich? Und der Garner kommt, Rigo. Wir kommen da nicht rüber, ne? Ich lasse dich mal umbringen, sonst können wir dich auch nicht mehr aufheben danach. Dann ist das Buch weg. Ne, es ist mit runtergefallen. Es ist runtergefallen? Ja, aber auf der anderen Seite. Wow. Ja. Wie viele Chaoskrieger waren das denn? Sind die alle tot? 6 oder sowas? 5, 6, noch ganz viele Barbaren. Die konnten ja gar nichts. Da hinten ist manchmal noch 2, glaube ich. Stärketrank. Nice. Die konnten gar nichts, aber immerhin haben sie die Legatus getötet. Ja. Das heißt, Legatus konnte noch weniger. Ja. Finde ich jetzt schon gar nicht mal so wenig, was sie da konnten. Ah, oh, keiner von euch kann Muni nehmen, ne? Nee. Dann kann ich sie auch mitnehmen. Oh, da haben wir echt Glück dieses Mal. Dass der Hamster kein munitionsintensives Ding hat. Mann, die Garde ist ganz schön weit weg. Kann ich nicht mehr umhauen, ich lösche den verpacken. Gasraki in der Nähe. Und Flammenwerfer habe ich auch schon gehört. Hört sich an wie ein griechisches Gericht. Gasraki. Gasraki, ja. Dann hauen wir uns mit ordentlich Tzatziki gleich rein. Boah, ich mag. Und Uso. Von hinten kommt ein Rattling-Gunner. Ja, und der Hamster verschießt verzweifelt mit zwei komischen Drachenbohrpistolen. Der eine ist schon tot, den brauchst du nicht mehr abschieben. Ach, macht nichts. Beutelratte! Das verbraucht ja keine Munition. Töte sie! Das trifft ja auch nicht richtig, das Ding. Los, hier ist Heilung. Beutelratte. Ne, bedient euch, halte hoch. Sind sie alle tot? Nein, da kommen noch mehr alle. Kommt nicht von hinten, es kommt niemand von hinten. Es gibt ja immer eine Wahrscheinlichkeit, dass eine Patrouille oder ein Boss kommt. Ja. Oder? Ja. Was ist denn schlimmer, eine Patrouille oder ein Boss? Ein Boss. Eine Patrouille kannst du in der Regel ausweichen. Auf Legend, Patrouille, Chaos Patrouille. Ich würde sagen, sonst ist ein Boss, ich weiß nicht. Und es kommt halt auch auf den Boss an, ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde den Ratten-Oger-Boss extrem gefährlich und den... Hamster, trink deinen Trank und nimm den Heilsack mit, dann kannst du... Ja, die Chaosboot ist auch ziemlich ätzend. Dann kannst du auch... Genau, Chaosboot mit dem Windleis. Der Stormfiend ist nicht so schlimm. Und der Troll, je nachdem. Oh! Du musst eine Gasratte aus, die erst schon getötet hat, oder? Zwei Hookrats hintereinander. Von links neben dir, Ratten. Oh Gott! Guter Punkt, danke. Ja, das sah ziemlich lustig aus. Ich hab Gott sei Dank nur einen Hit gefressen. Larry, du zückt ganz entspannt die Armbrust und die Ratten gucken dabei zu, wie er sie lädt und abschießt. Das sind die Stop-Schieß, die er eingebaut hat. Sehr lehrreich. Die wollen schließlich auch irgendwann mal ausbauen und Armbrust nutzen. Ja, ja, natürlich. Stell dir mal vor, es gäbe Armbrustschützenratten in... Ja, das wäre mies. Total War. Das wäre echt hilfreich. Vor allem, wenn die, noch wie die Gossenläufer schleichen können. Also okay, ich kann den. Im Prinzip schnelle Ranger. Boah, das wäre so schön. Also was Besseres als Schleuderschützen, die man hinter die Infanterie stellen kann, wäre schon nett. Ah.
Ich lebe ja wieder. Kommt ja bald. Ja, keine Ahnung, jetzt kommt schon wieder so viel Zeug zu Three Kingdoms. Jetzt frage ich mich langsam, ob sie überhaupt noch ein DLC raushauen wollen, bevor Three Kingdoms rüber ist. Ah, je. Egal, das kommt zurück. Ich bin am überlegen, ob ich mir überhaupt Three Kingdoms hole. Ich hab's ja so, auch jetzt hast du Stärke dran, jetzt hau rein. Ich fand das nicht so geil. Jetzt sind schon alle tot. Was willst du dir am überlegen? Ob ich mir Three Kingdoms hole, ich hab's auf die GameStop gespielt, ich fand das jetzt nicht so nice. Ah, also, wie war das? Wenn wir dabei schon sind. Hat's was getaucht oder war es furchtbar? Einfach nicht so gut wohl. Nein, Assassine! Freunden gespielt und die fanden es vollkommen scheiße, aber ich spiele noch keinen Total War. Aber ich spiele halt schon seit 10 Jahren Total War, aber ich finde, ja, es hat was Potenzial. Aber ich finde, das hat jetzt nicht so ein großes Potenzial wie Warhammer 3 zum Beispiel, sag ich mal. Ja, ich glaube, das Problem ist halt, jetzt nachdem man schon mal die Warhammer-Schlachten erlebt hat und so, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Schlachten so viel zu bieten haben werden. Ja. Also ich glaube, von den Kampagnen-Features, die ich bisher gesehen habe, wird es sehr viel besser. Kampagne rede ich nicht von, ich rede vom Multiplayer. Genau. Also ehrlich, die Kampagne wird geil, aber die Multiplayer, das kannst du nicht toppen bei Warhammer. Ja, glaube ich auch. Das stimmt, das ist aber auch schön. Warhammer, warum hältst du dich nicht da vorne, das sind noch Heiltränke. Warhammer kann sich nur auf Weiß sein. Ein super tolles Item, dass er nicht Heilung braucht, benutzen darf. Okay. Also Legatus, du machst den sowieso alleine, den Boss. Ja, dann wir müssen den Spiel Major anlocken. Ich glaube, wir müssen ein bisschen vorlaufen. Weil Warhammer kann halt ein Caster Zauber, das die ganze Schlacht ändern. Und das wird mal vor, sonst spawnt der Boss nicht. Three Kingdoms nicht der Fall sein. Ja. Ja, und ich meine, diese Fraktion-Differenzierung und sowas, die wir in Warhammer haben, das kann einfach nicht. Das war enttäuschend wenig Schaden gerade. Vielleicht hat er dich geblockt. Aber kommt dann. Was? Solange er seine zwei Schwerter draußen hat, kann der blocken. Ja, kommt Warhammer 3 dann erst 22 raus? Nee, ich glaube Ende nächstes Jahr. Aber es ist noch nicht angekündigt, wann es rauskommt. Irgendwo ist was. Wo ist der Typ eigentlich da? Jetzt kommt Sturmraten, Leute. Nicht, dass ihr überrascht seid. Hauen die da noch DLCs jetzt zu Warhammer 3 raus? Aber diese kleinen Karten, die man nicht sieht. Das Gaben und Echsen kommt auf jeden Fall noch ein DLC. Ach, wie oft willst du mir noch ausweichen? Drecksack. Ich meine, jetzt zu Warhammer 1 haben wir Norskar, Chaos, Briton, Waldelfen und was hat man noch bekommen? Die Beastman bekommen. Nein, geh weg von mir. Und jetzt bei Warhammer 2. Hat man nur die Norskar war aber eigentlich schon. Man kann wirklich nie in Roman auf den Traum schlagen. War eigentlich Warhammer 2 DLC. Sobald ich den schlage, dreht er sich um und haut mir sowas von auf die Fresse. Das ist echt unfassbar. Ja, aber war ja noch zu Warhammer 1 drauf. Ja, aber das war der Pre-Order-Bonus von Warhammer 2. Hinter dir, Legatus, Ratten. Stimmt auch wieder. Ganz so viele Nein, und hinter mir habe ich es natürlich nicht gesehen. Aber ich habe meine abgedrückt. Oh Mann. Oh, jetzt bleib doch mal hier, du Schweinehund. Nee, der ruft jetzt wieder Sturm an. Oh. Vorsicht, Ratten hinter euch. Dann sagen wir mal so, bei Warhammer 1 haben wir jetzt zu diesem Zeitpunkt 4 neue DLCs gehabt und eigene Fraktion. Und bei Warhammer 2 jetzt 3. So viel zu dem Typ. Ja, genau. Aber nicht, also eine kommt wahrscheinlich noch. Ja. Kommt, ja, mit Sicherheit kommt noch eine. Aber ich glaube nicht, dass noch mehr als eine kommt. Obwohl, na, also, wenn man jetzt die kleinen DLCs bezählt, jetzt noch, bei Warhammer 1, sind das nochmal drei. Nee. King and Warlord und Grimmint the Grave. Mhm. Und genauso wird es auch für das jetzt sein. Mhm. Crown und dann, wir hoffen ja, warum, jetzt alle warum, auf wenn keine Musketenratten oder so, oder es gab, Camry, das heißt, es wird jetzt noch für die Skaven und die Ex-Menschen das DLC geben.
Und dann wird es vielleicht so ein eine Übergangsfraktion geben zu Warhammer 3, wie es damals im Oscar war. Also Warhammer, du schießt dann echt viele Rissen. Ja. Du bist leider kein Zwerg, ich kann nicht über dich drüber schießen. Au! Ja, ich habe ehrlich gesagt, ich meine, wenn ich mir vorstelle, dann gibt es wieder China und je 5 Fraktionen, die sind alle fast identisch, abgesehen von einer Einheit, dann würde ich sagen, 13 Warlords haben sich schon angekündigt, die man spielen kann, glaube ich. 13 Warlords und alle fast identisch, ich sehe es kommen. Ja, ich glaube, es wird nichts für mich sein, dieses China-Ding. Ja, ich weiß es halt nicht, wenn sie also es gut hinkriegen, cool, ich glaube, die Kampagne wird saugut, also von den Mechaniken her, was ich jetzt von der... Ich weiß nicht, habt ihr gesehen, da gab es so Videos ja, zur Diplomatie. Aber guck mal, wenn das wie Shigun ist, dass du 5000 Schwertkämpfer hast, nur in anderen Farben. Dann genau, das ist das halt Problem. Wenn die Schlachten zu eintönig sind, dann wird es trotzdem langweilig. Das glaube ich irgendwie auch. Ja, ich glaube, ich werde es mir trotzdem aus Prinzip holen. Weil ich bisher jedes Total War habe, deshalb. Ich hole mir das vielleicht mal auch an. Aber definitiv nicht sofort. Vielleicht nicht erst mal gucken, wie es ist und dann vielleicht im Sale auch oder so. Ich hole es mir, wenn ich eine kostenlose Version bekomme. Zurück zu Urban Tide, was für ein Scheiß von Ranald hier. Ich gucke mir erstmal beim Hamster an, wie es läuft, wie das ist und dann. Genau, und wenn mich Hamster dann demotiviert, dann lasse ich bleiben. Mhm. Wundervoll. Dann kaufe ich es mir über seinen Moga Affiliate Link, Leute. Jetzt yeah. Moga Link ist unter der Videobeschreibung. Okay, genug Eigenwerbung. Jetzt machen schon andere Leute Werbung für den Hamster, ist das nicht gut? Warum sind wir überhaupt dabei hier in dem Spiel, wenn Rido alles kaputt macht? Ja. Rido, warum machst du Werbung? Gemacht hast. Eben. Damit du am meisten Fangabkills machst. Genau, Rido macht sogar Werbung für dich. Wozu bist du eigentlich noch da, Hamster? Ja. Tja. Und der bessere Warhammer-Spieler ist er sowieso, also von daher. Hamster ist nur noch zum Uploaden da. Geht am besten noch für mich einkaufen und arbeiten, dann ist alles gut. Ja, richtig. Rido, kannst du Brennstoffzellen bauen? Wie bitte was? Kannst du auch Brennstoffzellen bauen? Ja, problemlos. Problemlos. Ich will noch nicht. Das ist doch nur ein Klacks. Okay, vielleicht auch nicht. So. Das zählt jetzt nicht mehr. So. Jetzt geht noch keine, weil die so schnell war. Nein, ich gehe jetzt ins Bett. Ich habe am Wochenende nicht so viel geschlafen, weil ich ja bei das Blood Bowl die Blood Bowl Runde um 9 hatte. Das war ziemlich früh. Du Ärmster. Dann hatte ich leider, ich hatte fast 2 Touchdowns. Nee, 3 Touchdowns. Auf jeden Fall 1 Touchdown mehr geschafft, aber es ging dann doch nicht, weil ich hatte Pech am Ende. Hast du irgendwie einen abgrundtiefen Hass gegen Blumentöpfe, oder? Ja. Okay. Hat das nicht jeder? Ja. So, damit bedanke ich mich fürs Mitmachen, Leute. Und beim Zuschauen, fürs Zusehen. Wir sehen uns. Was haltet ihr von Total War, was weiß ich, China-Version? Three Kingdoms. China-Klon-Version, genau, Three Kingdoms. Ja. 3 Klone. Ich bin gespannt. Bye bye. Tschüss. Tschö. Ciao.